Grüßt euch, heute gibt es das angekündigte Video, ein paar Drohnenaufnahmen von der Holzarbeit. Heute, der 10.8. fürs Tagebuch. Nachmittag um 1 haben wir das Holz rausgefahren, der Nachbar hat mir geholfen. Dann haben wir bis um 5 Uhr da gewerkt und haben wir so neun Bäumchen da. So Stangen umgeschnitten. Einmal haben wir einen Malheur gehabt, da war der Stamm der Feit, da ist er nicht so gefallen. Da haben wir dann Zellwinden gebraucht, weil es die Motorsäge gezwickt hat. Aber es ist gut ausgegangen, die Motorsäge hat es überlebt. Was mir gut gefällt, ist die Arbeitsweise mit dem Lader und der Greifzange. Einmal abgesehen, da ich die mehrere Zeit da fahre und keine körperlich anstrengende Arbeit habe und das meiste mein Nachbar, mein Helfer da leistet. Ich finde, für das, dass es jetzt so lange geringt hat und eigentlich überall noch das Wasser auf die Feldstraßen gestanden ist und mir heute Nachmittag da schon das Holz aussehen, dass das kleine Fahrzeug da eigentlich nicht viel an Waldboden, nicht viel Glasen zirkt. Freilich haben wir ein oder andere Wasserloch gehabt, aber für das, dass man da ständig vier und zurückfahrt, weil man mir ja mit unserer Arbeitsweise jeden Baum gleich sofort zusammenschneiden, aufräumen und Heifer mache, die wo ich dann ja wieder mit meinem Kipper wieder heimfahre, alles gleich Herricht dazu, haben wir da, finde ich, nicht viel Schonung gekriegt. Der ist auch windig zwischen die Bäume durch. Natürlich muss man mal einen oder anderen Wurzelstock wirklich ihm abschneiden, weil das Fahrzeug hat einfach nicht viel Bodenfreiheit. Oder wenn man ein bisschen über einen drüber fährt, dann steht man gleich schief da. Aber das macht Spaß, mit dem zu arbeiten.